und herzlich willkommen bei einem weiteren FIFA 16 Tutorial von mir, dem Dico. Hallo lieber Bro, schön, dass du eingeschaltet hast und heute, du siehst es vielleicht ganz groß, TV Logo Changer. Ihr seht es an den Seiten, was wollt ihr in FIFA 16 gerne sehen? Nicht mehr dieses EA Sports HD Live Logo, sondern wollt ihr Kabel 1, Fox Sports, Bundesliga von Sky, Sport 1 HD, ARD, NDR, das zeige ich euch alles gleich noch, was da alles mögliche gibt und ich zeige euch natürlich, wie ihr euer eigenes Logo einbauen könnt. Dazu erstmal Folgendes. Wenn euch mehrere Tutorials von mir interessieren und ihr fragt euch, was gibt's, wie hast du das gemacht mit den Trikots, wie hast du das und das gemacht, auf meinem Kanal gibt's FIFA 15 und FIFA 16 Playlist über Tutorial- und Spezialvideos demnächst auch. Gibt es mehrere Videos noch, wie ich ein Trikot einfüge in FIFA 16, hat sich aber nicht groß verändert zum Thema FIFA 15, also könnt ihr euch auch das FIFA 15 Tutorial bisher ansehen. Wer sich jetzt wundert, wenn wir heute hier jetzt gleich in FIFA reingehen und ich euch das zeige, wie das funktioniert hat, nicht wundern, bei mir kommt ein EEP-Patch, denn ich zeige das euch heute alles mit dem Patch, wo man dritte Liga, Regionalliga und Oberliga spielen kann. Und wenn es dich interessiert, auch damit zu spielen, dann klicke oben in den Infokasten, da gibt es ein Video, das heißt FIFA 16 Tutorial, wie installiert man natürlich den dritte Liga, Oberliga, Regionalliga und auch China Liga Patch. Da kannst du gerne mal reinschauen, das würde mich freuen. Und jetzt zeige ich euch mal, das hier ist die Seite. Also ich habe den FIFA 16 TV Logo Changer natürlich schon in meinem Ordner drin. Der ist inklusive bei diesem EEP-Patch dritte Liga dabei. Wer den EEP-Patch nicht installieren will, will mit seiner Speicherung weiterspielen. Denn man kann es natürlich auch machen, während man eine Speicherung noch am Laufen hat. Dann kann man diesen auch hier runterladen. Link in der Beschreibung. Wenn der Link nicht mehr gehen sollte, was meistens in der Zeit so ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werde ich gucken, dass ich den Link korrigieren kann. Und hier wird auch ganz einfach die Installation beschrieben. Die Installation ist nicht das Problem. Man lädt einfach die RAR-Datei runter, entzippt es oder entpackt es und legt das in den FIFA 16 Ordner rein. Das zeige ich euch alles jetzt. Und was hier alles steht, wie man dann weitergeht, das Ganze zeige ich euch jetzt auch. So, und folgendermaßen, erstmal gehen wir in den Origin-Ordner, ihr seht das, bei mir ist das Lokaldatenträger C, Programme, Origin Games, es kann natürlich sein, dass ihr es auf eine andere Festplatte, nicht wo Windows drauf ist, installiert habt, dann ist natürlich ein anderer Pfad, den solltet ihr natürlich wissen, den kann ich nicht für euch wissen. Und ihr seht hier, ich habe mehrere FIFA 16 Ordner, denn egal, auch wenn das nur ein Changer ist und eigentlich nicht die Datenbank angegriffen wird, bitte ich euch trotzdem, den Ordner abzusichern, es sind halt immer, ich guck mal ganz kurz drauf, das hier ist eine Standarddatenbank. Es sind halt 14 GB, bei dem EEP-Patch sind es halt 25, weil da viel mehr Daten drin sind, die ihr halt absichern solltet. Ihr seht das hier, man muss diesen Ordner haben, dass Origin bzw. das Spiel selbst auf die Daten zugreifen kann, denn das Spiel ist so programmiert, dass sie auf diesen Pfad hier, wo es installiert ist, und auf diesen Ordner raufgreifen können mit einer Leertaste dazwischen und nichts hinter der 16, auch keine Leertaste oder so. Deswegen sind meine anderen Sachen, meine Serien anders benannt. Hier sieht FIFA 16-Bro, dann weiß ich für mich, okay, das ist meine Serie Road to Bro. Wenn ich jetzt diesen Ordner umbenenne und hier dahinter was schreibe, hier hinten dran, und hier dieses Ganze rauslösche, dann würde dieser Ordner natürlich aufgegriffen werden von dem Spiel und ich habe meine Daten von Road to Bro drin. Dasselbe betrifft auch meine Serie HSV. Das ist eigentlich eine Standarddatenbank von FIFA, nur dass eben die Trikots vom HSV sich geändert haben, um ein bisschen Spannung und Abwechslung in meine Serien zu bringen. Orakel ist eigentlich dieses Bundesliga-Orakel, was ich zurzeit nicht mehr mache. Und Tutorials, das ist nur ein Ordner, wo ich einfach mal den Ordner zerfetzen kann, um ein paar Tests zu machen und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich noch Originalordner von, wenn man das Spiel runtergeladen hat, original installiert hat, auf einer anderen Festplatte, safe is safe. Ich rate es euch nur, am Ende ärgert man sich, wenn man es nicht gemacht hat, dann ist die Speicherung meistens futsch oder so, weil man ein Spiel neu installieren muss und manchmal beim Neuinstallieren geht auch die Speicherung nicht mehr. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, außer bei Origin, glaube ich, Cloud angemacht, ich weiß nicht, ob es dann geht, nur mal so ein Rat. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier FIFA 16, eigentlich, wenn jetzt ich hier so einen Strich dran machen würde, würde der SVH stehen, SVH heißt SV Eintracht Hamburg, mein erfundener Verein, den ich gerade wieder erstelle und ich habe ihn noch nicht erstellt, weil ich will damit Tutorials für euch machen, mit dem Creation Master und wenn ich hier draufklicke, seht ihr, hier sind schon viel mehr Dateien und Ordner und so, weil das ist natürlich der EEP-Patch, der da rein installiert wurde. Ihr seht aber hier schon, hier ist der TV-Score.
Scoreboard-Changer, wenn ich weiß, was Scoreboard ist. Das ist dieses Design, wo man sieht, welcher Verein gegen welchen spielt, die Zeit abläuft und welches Ergebnis das ist. Aber wir machen ja heute diesen TV-Logo-Changer. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht das so aus. Und wenn ihr den runtergeladen habt und den dann entpackt, dann kommt auch dieser Ordner. Und wenn ihr dann auf diesen Ordner klickt, sind dann halt diese Daten drin. Und hier habt ihr einen Ordner, der heißt TV-Logo. Wenn man hier draufklickt, dann sieht man hier schon die ganzen Logos, diese hier, diese durchsichtig sind. Da sind halt transparente, wie zum Beispiel RBB HD, NDR HD, kennen wir ja in Deutschland. Irgendwo hier ist auch RTL und ARD. Findet man jetzt nicht immer so schnell. Ich kann ja mal kurz größer machen. Dann seht ihr das vielleicht eher hier. Da sind auch alles Mögliche mit drin, ne? So, hier oben ist, glaube ich, ARD. Hier ist zum Beispiel ARD, ne? So. Einmal das dazu. Jetzt können wir den FIFA 16 TV Logo Changer anklicken, ausführen. Bei mir ist es noch drin mit ausführen. Und jetzt seht ihr hier, sind diese ganzen Sachen auszuwählen. Kabel 1, MDR, NDR, Sky Sports HD, SWR HD, WDR, ZDF. Oh, na, ZDF, den habe ich die ganze Zeit gesucht, der ist ja doch da. Wie schön. ESPN von Amerika und so weiter. Fox Sports von Amerika ist auch da und so weiter und so fort. Auch es ist ein internationaler Patch. Also nicht wundern, dass da irgendwie türkische, israelische, chinesische Sachen dabei sind. Es ist für die ganze Welt, die FIFA spielen, eben was dabei. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man erstmal, wenn ihr jetzt nicht eure Sachen machen wollt, sondern ihr wollt zum Beispiel RTL Live oben rechts stehen haben, dann müsst ihr als allererstes, das ist ganz wichtig, den MBH Patcher machen und patcht das und klickt hier drauf. Bei mir wird er jetzt sagen, geht nicht, weil ich es schon gemacht habe. Muss ich mal kurz gucken. Man macht den nur ein einziges Mal, danach nicht mehr. Nur ein einziges Mal, dann funktioniert er. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht hier mit Removed irgendwas verändert habe. Und dann könnt ihr hier auswählen, zum Beispiel RTL Live und klickt hier auf Import. Dann, bei mir sagt er immer diese Dinger hier, egal. Und dann sagt er hier Imported Enjoy. So, und schon sollte er drin sein und funktionieren. Das zeige ich euch aber jetzt nicht, weil ich will euch jetzt mal noch zeigen, wie man ein eigenes Logo einbauen kann. Und wenn ich jetzt mal schließe, gehe ich wieder hier auf TV-Logo und dann seht ihr, hier gibt es PSD-Dateien. PSD ist Photoshop. Ich sage euch gleich noch einen Tipp oder Trick, wenn ihr nicht Photoshop habt, denn Photoshop kostet was. Es gibt Versionen, die sind mit Photoshop Elements, das ist nicht so teuer, oder Studentenversion, dann könnt ihr auch da mit benutzen. Es geht aber auch natürlich GIMP. Ihr könnt natürlich mit GIMP jetzt nicht diese Datei öffnen, aber ich zeige euch gleich, wie das möglich wäre. Und ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Photoshop Datei und da seht ihr schon, ich habe hier was abgespeichert von mir. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich hier rumbastle oder so, aber zum Beispiel, mein Vorschlag ist zum Beispiel, ich würde jetzt erstmal das hier ausprobieren. Das ist mein Logo hier und Dico TV Sport HD. Ich weiß nicht, ich will auf jeden Fall in Zukunft in meinen ganzen Serien auch vom HSV ein eigenes Logo einbauen. Ob jetzt das wird, weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das ganz cool findet. Ob ich das nehmen soll. Wie gesagt, ich habe noch die Idee, man könnte auch einfach sagen, jo, warum nicht einfach hier diesen TV hier ein bisschen transparent gemacht, dass es nicht so sticht im Spiel. Und das, was ihr halt am Anfang angesehen habt, einfach hier sowas hier, Dico Sport HD, könnte man natürlich auch machen. Und wenn ihr dann irgendwie sowas angelegt habt, gebaut habt, dann müsst ihr... Einen Fehler habe ich beim ersten Tutorial gemacht, deswegen muss ich gerade alles nochmal neu aufnehmen. Dann müsst ihr Folgendes beachten. So, das ist das, was ich wollte. Müsst ihr Folgendes beachten, wenn wir nämlich hier auf TV-Logo gehen, ist nämlich, dass wenn ich hier das abgespeichert habe, sieht man hier die Größe und das ist sehr, sehr groß und ich habe mich mal gewundert, warum will FIFA meine Logos nicht anzeigen, bis ich bemerkt habe, ganz wichtig ist es nämlich, ihr seht das hier unten, alle sind auf 256 mal 128 und das ist ganz wichtig, dass wir das auch machen, ja, 256 Pixel sind das, liebe Freunde, nicht Zentimeter oder sonst irgendwas, Pixel. Und jetzt gebe ich das hier so an und mache das. Okay, dann gib mal her. Dann will ich das auch haben. Und zack. Und jetzt gehen wir auf Speichern unter. Und es ist ganz wichtig, dass man eine PNG macht, weil die ist transparent im Hintergrund. Und gehe jetzt hier runter und sage so, jetzt mal das hier überspeichern. Genau, so, überspeichern. Und bevor ich jetzt wieder in den Changer reingehe und euch zeige, wie das hier funktioniert, zeige ich euch mal noch was anderes. Und zwar, wenn ihr natürlich die PSD-Datei öffnet
auch wenn es nicht geht, dann würde das so erscheinen. Das ist die Vorlage. Ja. Jetzt mal als Beispiel, wenn ihr jetzt, wenn das jetzt GIMP wäre oder ein anderes kostenloses Bearbeitungsprogramm, gehen wir einfach mal davon aus, ja, dann nimmt einfach vom Ordner hier einfach ein Logo, sagen wir einfach mal Sportlogo und zieht es hier rein. Und schon habt ihr im Prinzip die Vorlage in euren GIMP drin. Es würde auch in GIMP und an anderen Programmen gehen, die kostenlos sind, einfach reinziehen, dann habt ihr schon die Pixelgröße, ich kann es euch zeigen, habt ihr dann einfach schon da. Blum, hier oben steht es ja, hier, ne? Da habt ihr sie schon da und könnt rein theoretisch dann euer Logo da einfach einfügen. Ja, also einfach so, so mein Logo. Und dann habe ich da nicht mehr so die Sorge und das Problem. Rein theoretisch könnt ihr auch anfangen zu sagen, wenn ihr euch ein bisschen mit Basteln auskennt, ich kopiere hier die Farbe und mach das hier raus und pff, okay, ich mache es jetzt unordentlich, Leute, ihr sollt es natürlich ordentlich machen und sag hier, okay, das soll hier eigentlich Deko stehen, ja, oh, bisschen groß, ne, Deko stehen, so, und das bitte in weiß. Jetzt mal nur als Beispiel, also ich würde es natürlich ordentlicher machen, ich sage euch nur, dass ihr auch sowas rein theoretisch machen könnt, ne, so. Das ist mein Vorschlag für andere Programme. Bei Paint habe ich schon ausprobiert, ein bisschen sehr, sehr schwierig. So könnt ihr aber wenigstens eine Vorlage nutzen, könnt ihr rumspielen, könnt eigene Logos reinmachen oder irgendwas von Google benutzen und habt einfach schon diese Vorlage und müsst nicht euch so mit rumboxen, weil die Photoshop-Datei, wie gesagt, kriegt ihr nicht auf. Aber so könnt ihr einfach basteln, wenn ihr einfach einfach eine Vorlage rübernimmt. So mache ich das auch mit Trikots. Ich nehme da einfach eine Vorlage raus rein und somit kann ich anfangen. Das erleichtert das ganze Thema und so könnt ihr es machen. Wenn wir jetzt auf TV-Changer zurückgehen, dann klicken wir hier drauf und jetzt seht ihr, hier ist mein Logo. Und jetzt klicke ich hier natürlich wieder auf Import, so Enjoy. Und jetzt müsste ich hier, wenn ich diese zwei anklicke, dann seht ihr, dass es so ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder drauf gehe und sage, ich möchte Chelsea TV haben, mach Import. Schließe wieder, dann seht ihr, diese 2 ist jetzt plötzlich Chelsea TV. Sieht man es halt schlecht, weil es transparent ist. Also da sieht man, welches gerade aktiv ist. Nur so nebenbei mal. So, und jetzt klicken wir wieder hier auf mein Deco TV Sport HD. Und gucken wir, ob es funktioniert hat. Also hier zum Beispiel ist es drin. Bei meinem ersten Tutorial-Test war es auch drin, aber wie gesagt, weil die Größe falsch war, hat es nicht funktioniert. So, jetzt bin ich hier total falsch, weil ich möchte eigentlich jetzt FIFA starten, um euch das einfach mal nochmal im Game zu zeigen. Rein damit. Oder ran damit. Und es sollte alles reibungslos funktionieren. EEP, wie gesagt, ach so, ihr seht jetzt noch nicht. Einen Moment. So. So, EEP-Patch ist installiert. Wir gehen jetzt auch gleich mit einem Drittliga- und mit einem Regionalliga-Verein rein. Das ist vielleicht für euch auch spannender. Erstmal wieder das ganze lange Intro. Da gibt es bestimmt auch Patch oder einen Mod, den ihr installieren könnt, dass das Intro aufhört. Gab es immer. Ihr seht hier, EEP-Patch 16 ist installiert. Mit der dritten Liga, mit der Regionalliga. Und jetzt wird natürlich erstmal wieder ein Fehler kommt, der kommt bei mir komischerweise immer. Macht euch keine Sorgen. Es wird sein, dass es vielleicht irgendwas Kleines ist. Bei mir ist es wahrscheinlich nicht, weil ich den HSV-Ordner rüber kopiert habe. Sein. Und denkt dran, testet, spielt das in Offline-Modus, EEP-Patch. Immer erst im Offline-Modus von Origin testen, nie online testen. So, wir machen hier mal so Hansa Rostock. Und die Hansa Rostock hatten wir schon mal. Machen wir hier Erfurt. Und hier gehen wir in die Regionalliga. Zufallsmodus. Nordhausen nehmen wir. Wacker Nordhausen. So. Rein in das Ding. Kurz laden lassen. Den blödsten Trainingsmodus überhaupt spielen. Den ich nicht leiden kann. So, und klicken hier rein. Und dann sehen wir rechts oben Deco TV Sport HD. Okay, ist ein bisschen sehr kräftig in den Farben. Wie gesagt, das wird nicht das Originallogo sein. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas geil findet in Zukunft, auch in meiner HSV-Serie zu sehen. Wenn ich jetzt mal schnell hier durchklicke, ihr seht, das läuft. Okay, das ist wirklich sehr, sehr kräftig. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumbasteln. So auffällig soll es dann auch nicht mehr sein. Aber ihr seht, es funktioniert. Und ihr seht auch links oben, der Scoreboard in der dritten Liga geht auch. Den habe ich gerade aktiv in diesem Pfad.
Ordner. Und ja, das war's mit diesem Tutorial. Es funktioniert. Ihr könnt natürlich auch nichts Eigenes basteln und natürlich irgendwie ein Originalding nehmen und natürlich richtig viel Spaß haben. Könnt natürlich auch das eSports-Ding drin haben. Ich hoffe, euch hat das so gefallen. Dann verabschiede ich mich. Lasst einen Daumen da, guckt euch die anderen Tutorials von mir mal an. Das würde mich sehr freuen. Und lasst doch auch ein Abo da, das wäre auch mal richtig cool. Ihr werdet in Zukunft noch mehr von mir Tutorials erleben, wie man Trikots einbaut, viel mehr von Creation Master und. Und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Dico. Tschüss.